erzählt davon, Fußballprofi zu werden. Mit Leib und Seele haben wir immer gekickt, dass ich Trainer und Weltmeister werde. Das habe ich mir wirklich nie erträumt. Wir sind beim Wunder von Bern. Das ist der Beginn ganz bewusst unserer Ausstellung, weil das Wunder von Bern sowas wie der Urknall des modernen Fußballs ist. Kein anderer WM-Titel wird diese Bedeutung erlangen wie diese Weltmeisterschaft 1954. Wir haben im Hintergrund die WM-Helden, die Elf. In der Mittelachse hinter uns inszenieren wir die Fußballnationalmannschaft. 54 hat den Beginn gemacht, 66 sehen wir hier das bekannte Wembley-Tor. War der Ball drin oder nicht drin? Er war natürlich nicht drin. Die Zuschauer, die Besucher können hier auch abstimmen. Dann haben wir hier das Jahrhundertspiel 1970 zwischen Deutschland und Italien. Dann das Gerd-Müller-Tor in der Rotunde 1974, das Endspieltor. Wir haben hier diese Foto-Opportunity, wo man sich wie Klaus Fischer beim Fallrückzieher 1977 reinlegen kann und sich dann fotografieren kann als kleiner Gimmick. Wir haben sogar noch den Ball aus der Zeit, aus den 70er Jahren, den Telestar ausgesucht. Also das soll dem Besucher auch ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern und dass er sich dann so wie Klaus Fischer in Aktion fotografieren lassen kann. Wir haben ja alle WM-Songs, die Michael Schanze, die Udo Jürgens und wie sie alle heißen, eingesungen haben mit den deutschen Fußballern, mit den Nationalmannschaften. Hier ist gerade 1978 Buenos Aires, Argentina mit Udo Jürgens. Das sind wunderbare Bilder, die Besucher dann auch in die jeweilige Zeit wieder zurückversetzen. Und da ist mal Platz. Ganz bewusst in sakraler Stille präsentieren wir hier die Weltmeisterpokale und die Europameisterschaftspokale. Nachdem der Besucher die sehr emotional aufgeladene Main-Show besucht hat, unsere Kinoshow, wo wir ganz bewusst nochmal die Menschen berühren und emotional packen wollen. Und man kann dann die Pokale, die in der Filmshow gezeigt worden sind, nochmal hier in andächtiger Stille erhaben für sich empfinden.